Hoch die Hände, Wochenende. Es geht in das vierte Adventwochenende und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von ProbierTV. Mein Name ist Martin, ich bin Bierblogger bei Probier.at. Wir haben das Türchen Nummer 19, der Kalea Bierkalender steht bereit und wir schauen mal, was sich dahinter verbirgt. Tür 19 finden wir, unten links. Es ist heuer nicht so schwierig, die Türchen zu finden, die sind immer fast nebeneinander. Und da haben wir das Zwönitzer Rauchbier. Und ja, Zwönitz, der Name, der verrät es schon fast ein bisschen. Da muss es nach Sachsen gehen, ins Erzgebirge geht es genauer gesagt, in die Brauerei Zwönitz. Das Rauchbier, ich bin ein bisschen kritisch, da steht Rauchbier, Craftbier. Schaut mal genau aufs Etikett, da unter Rauchbier steht Craftbier. Wenn Brauereien von sich selber sagen, dass sie Craftbier machen und das auf Etikett draufschreiben, das wird meistens problematisch, aber wir wollen mal nicht voreingenommen an die Sache rangehen. Was erfahren wir sonst? Relativ wenig, 5,0% Alkohol, Münchner Malz, Rauchmalz, Karamalz, das kann man erwarten, Hopfen, Southern Cross und Tettnanger. Ja, ich habe, als ich die Liste gesehen habe, der Brauereien, habe ich mal ein bisschen geschaut. Braugasthof aus Sachsen, da braut man offensichtlich, wie gesagt, Bier. Was ich ein bisschen schade finde und vielleicht ein lieber Gruß nach Sachsen, schreibt doch mal ein bisschen mehr über eure Biere. Man sieht auf der Homepage, ihr macht ein Feierabendbier, macht ein Pilz, macht auch ein Pale Ale, aber man erfährt so gar nichts über die Biere, auch von der Brauerei. Sieht man nur den Kupferkessel, der schaut wirklich schön aus. Also vielleicht so ein bisschen was drüber schreiben, was ihr macht und wie lange ihr schon Bier braut. Das fehlt mir so ein bisschen, weil ich bin damals die Liste durchgegangen der Biere, die ja auf dem Kalender drauf stand. Und dann würde man gerne ein bisschen wissen, was ist das für eine Brauerei, woher kommen die? Gerade wenn es so spannende Bierstile wie Rauchbier sind. Sicher nicht jedermanns Sache. Das Rauchbier raucht gar nicht so viel. Aber wenn es ein gutes ist, dann ist es sicher was ganz, ganz Feines. Es wird für viele vielleicht auch heute das erste Rauchbier sein, das sie trinken. Bin mal sehr gespannt. Kenne ich, wie gesagt, auch nicht dieses Bier. Na, und farblich muss ich sagen, das ist schon was sehr, sehr, sehr Feines. So, ja, braun, Mahagonifarben. Ja, normalerweise hat man da noch so rötliche Einschläge bei diesem Bier überhaupt nicht. Und ein satter Fingerbreit Schaum bei diesem Bier. Der Schaum, schön, schön cremig, fein und so wie es ausschaut, auch durchaus stabil. Da tobt auch schon ein bisschen die Kohlensäure drin, also wahrscheinlich auch von der Karbonisierung her ganz fein. Also viel Spaß heute Abend. Das ist ja wirklich genial. Also ich nehme alles zurück, wenn jetzt irgendjemand aufgefasst hat, dass ich mich hier negativ über die Brauerei äußern würde. Wenn dieses Bier das im Geschmack hält, was das Aroma verspricht, dann habt ihr hier was ganz Großes vor euch. So geräucherter Schinkenspeck, aber volle Wäsch. Also das ist wirklich genial. Rauchnoten bis zum Abwinken. Und also wie gesagt, diese wurstig-speckigen Noten, wirklich genial. Ach, so eine leicht käsige Note, also puh, hallo. Das muss ich sagen, das macht wirklich richtig Lust auf den ersten Schluck. Ja, und oh, also sehr, sehr genial. Wie gesagt, das muss man mögen, dass das Bier so nach Schinken, Wurst, Rauch schmeckt, aber so diese Räuchernoten ganz extrem ausgeprägt, aber sehr schön, sehr fein, nichts Aufdringliches, nichts Künstliches, sondern richtig einfach frei von der Leber weg. Ganz entfernt so leichte Karamellnoten, also so eine Mini-Süße ist noch mit dabei, aber sonst das belegt so den ganzen Mund mit diesem gewaltigen Schinken, Wurst, Rauch, Aroma. Ganz genial gemacht. Röstmalznoten,
Also, wow, ein toller Vertreter seines Fachs. Ja, das kann wirklich was, dieses Bier. Hat einen nicht zu großen Körper, würde man so leicht bis mittel. Die Kohlensäure, naja, durchschnittlich aktiv. Also da ist jetzt ist weder besonders intensiv noch eher flach gehalten. Bei diesen Rauchbieren mag ich es persönlich, wenn sie so ein bisschen von der Kohlensäure her mit angezogener Handbremse kämpfen. Macht dieses Bier, ist vielleicht ein bisschen intensiver, aber das passt noch. Das ist jetzt nicht zu intensiv. Und im Nachtrunk kommt dann so eine, ja, ich würde nicht sagen, nicht übertrieben starke, aber es baut sich doch so eine Hopfenbittere aus. Es bleibt rauchig nach wie vor, hat dann noch so leichte süßliche Noten, die ja bei so einem dunklen Bier durchaus auch passen. Was war da noch für Malz drin? Münchner Malz, Rauchmalz, Karamalz, ja dann eher vom Karamalz. Also, ja, verschweigt auf der Homepage ernsthaft, was ihr für geniale Biere macht, liebe Zwönitzer. Schreibt darüber doch ein bisschen mehr. Das ist wirklich was sehr Feines, schmeckt mir sehr, sehr gut, weil eben diese Rauchmalznoten und diese Schinkenaromen, Wurstaromen, will nicht jeder in seinem Bier haben, aber schreckt jetzt nicht davor zurück, wenn ihr das Bier heute in der Früh in den Kühlschrank gestellt habt und ihr damit im Augenblick gar nichts einfangen könnt. Lasst euch ein bisschen drauf ein, dieses Bier, würde ich jetzt auch sagen, von der Trinktemperatur, lasst es ein bisschen wärmer werden. Ich glaube, das würde ich jetzt mal so zwischen 9 und 11 Grad irgendwo verorten. Das darf nicht zu kalt sein wie ein Pilsbier, aber dann entfalten sich diese Raucharomen, die Röstmalznoten und lasst euch einfach auf dieses Bier ein. Das wird sicher wieder ein Bier sein, über das heftig diskutiert wird. Tut das fleißig bei mir auf der Homepage, im Blog, bei Facebook bzw. auch auf YouTube und hinterlasst auch bei Kalea auf der Homepage eure Bewertung für dieses Bier. Bin auch gespannt, wie die Kollegen von Kavau TV, die ja, sag mal, so den mittelalterlichen Aspekt bei diesen Bieren reinbringen, dieses Bier bewerten. Das ist sicher auch was für euch, so mittelalterlicher Speck. Das ist was so richtig Kerniges. Ja, genießt dieses Bier. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns morgen wiedersehen. Und wenn ihr 2 Sekunden Zeit habt, dann klickt ganz kurz hier unten auf diesen Button. Da könnt ihr den Kanal liken. Und ich würde mich freuen, wenn ich es vor Weihnachten noch auf 500 Likes schaffen würde. Dann habe ich auch eine kleine Überraschung für euch. In diesem Sinne, wir sehen uns morgen wieder bei ProbierTV. Mein Name ist Martin und ich stoße jetzt an mit diesem Rauchbier und hab viel Spaß heute Abend damit. Ciao, Baba!